Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. In meinem letzten Video habt ihr gesehen, dass ich irgendwo hinziehe. Ich habe euch gesagt, dass ich ausziehen werde, umziehen werde und ich befinde mich gerade in einem anderen Land. Ich habe das total vercheckt, im letzten Video zu erwähnen. Aber ich bin für 6 Monate nach Istanbul, also in die Türkei gezogen, weil ich hier mein Auslandssemester machen werde. Ich studiere International Business und ein Auslandssemester ist halt Pflicht in diesem Studium. Und ich habe mich für Istanbul entschieden, weil ich liebe diese Stadt. Ich war schon mehrmals hier und jedes Mal habe ich mich aufs Neue verliebt. Deswegen habe ich gesagt, hey, es ist ganz gut, da kannst du dein Türkisch verbessern und du warst noch nie da für einen längeren Zeitraum. Deswegen nutze ich das und mache mein Auslandssemester in Istanbul, meiner Lieblingsstadt ever. Und in diesem Vlog werde ich euch wahrscheinlich eher eine Roomtour geben, also kurz zeigen, wo ich gerade wohne, wo ich wohnen werde. Und ich habe schon ein paar Sachen eingekauft und ich mache so ein First Einkaufshaul mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte, das könnte ganz spannend werden. Meine Wohnung, die ist schon möbliert, also wir haben uns bewusst dafür so entschieden, weil es macht keinen Sinn, eine Wohnung neu zu möblieren. Das würde gar keinen Sinn machen. Deswegen habe ich schon eine Wohnung gemietet, die komplett möbliert ist, mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Und ich habe einfach nur noch ein paar Extras gekauft, die ich halt so für den Alltag brauche. So, Leute, ich war letztens, ich weiß nicht, wo das war. War das Shop? Oder war das? Auf jeden Fall in einem türkischen Supermarkt war ich einkaufen. Und habt ihr zwei Tüten voll gehabt. Und das sind so. Ich fange einfach mal meine Tüte hier an und zeige, was ich alles gekauft habe. Als erstes habe ich mir Waschpulver gekauft. Ich habe mir eine kleine Packung geholt, um zu schauen, wie das so für mich funktioniert, wie gut das riecht. Weil, oh mein Gott, Waschmittel in der Türkei riecht so geil, Leute. Ich liebe es, hier Wäsche zu waschen. Deswegen habe ich das erstmal so zum Probieren gekauft. Dann natürlich, wenn man neu einzieht, braucht man Putzmittel, viele, viele Putzmittel. Deswegen hier einmal so ein, wie nennt man das? Allesreiniger. Oder wie nennt man das nochmal? Allzweckreiniger. Genau. Dann habe ich in der Tüte noch Linsen, rote Linsen. Ich liebe, liebe rote Linsen. Man kann so viel damit machen, aber ich liebe Magimac Tollwasser, also Linsensuppe, so, so gern. Deswegen musste das sofort mit. Ich habe sogar extra einen Stabmixer geholt, damit ich diese Suppe hier machen kann. Ich habe die mitgebracht. Also meinen Stabmixer habe ich aus Deutschland mitgebracht. Dann habe ich hier Mikrofasertücher. Die kann man immer gebrauchen und kann man halt immer wieder waschen. Finde ich cool. Ich liebe Mikrofaser. Was ist das überhaupt für ein Haar jetzt? Ich liebe Mikrofaser. Dann habe ich hier noch Mülltüten. Dann habe ich hier nochmal Tücher für Fenster, also so Fensterputztücher, damit sie halt streifenfrei bleiben. Genau. Dann habe ich hier noch, um Töpfe und Pfannen zu reinigen, diese, wie nennt man das? Diese Stahl. Ihr wisst schon, was das ist. Wie nennt man die auf Deutsch? Ich habe das vergessen. Naja, auf jeden Fall hier die Dinger. Ihr wisst ganz genau, was es ist. Dann habe ich so einen Gewürzorganizer geholt. Ich weiß nicht, ob das schon zu klein ist, aber ich verwende halt nie viel Gewürze. Also mein Gewürz ist eigentlich immer Salz, Pfeffer und Salzschale, Tomatenmark. Und da habe ich mir halt so einen Gewürzständer geholt mit so drei Gewürzbehältern und ich fand das irgendwie voll süß. Fand ich irgendwie süß, habe ich mitgenommen. Dann Nudeln natürlich. Ich liebe Nudeln. Und ich weiß nicht warum, ich finde die türkischen Nudeln irgendwie leckerer als die, die wir in Deutschland bekommen. Weil die sind meistens auch so ein bisschen feiner. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach verrückt. Dann natürlich Salz, Pfeffer. Dann habe ich so Mante gefunden. Das ist schon so Fertigmante. Also ich glaube nicht, dass ich hier selbst Mante machen werde. Vielleicht doch, vielleicht auch nicht, aber ich bezweifle es. Deswegen ist das ganz cool. Das ist im Prinzip einfach wie Nudeln. Müsst ihr aufkochen lassen, dann sind die Mantes auch schon fertig. Dann natürlich
was in einem türkischen Haushalt nicht fehlen darf, Reis. Und was in einem Reis nicht fehlen darf, die Mini-Nudeln. Man nennt das Şehriye hier in der Türkei, also auf Türkisch. Und das sind diese bräunlichen Körner im Reis, wenn ihr wisst, was ich meine. Das sind einfach so ganz klein gehackte Nudeln. Und ich finde, die geben voll gut Geschmack ab. Ich habe noch ein paar Sachen im Bad, die ich schon zum Putzen verwendet hatte. Da hatte ich einmal hier Chlor von Domestos, not sponsored. Ja, einfach um alles einmal gründlich sauber zu machen, bevor ich zum Beispiel dusche oder so. Dann habe ich hier einfach nochmal so einen Allzweckreiniger in so Sprayform. Kann man anscheinend auch für Möbel, Kleidung, Bad, Auto, alles Mögliche verwenden. Glasreiniger natürlich, ganz, ganz wichtig. Und ich habe vergessen, meine Shampoos einzupacken. Ich habe alles mitgenommen, aber keine Shampoos. Und ich habe hier vor meiner Tür direkt einen Rossmann. Voll cool, in der Türkei gibt es einen Rossmann. Und da habe ich mir erstmal so ein Isana-Shampoo gekauft. Ist gar nicht so günstig hier in der Türkei, aber ich dachte, ich kaufe etwas, was ich kenne, bevor ich mich an neue Shampoos ranteste. Dann war ich in so einem Shop. Ihr kennt die bestimmt, also die Türken unter euch. Da verkaufen die so voll viele Plastiksachen. Und da habe ich mir erstmal Kleiderbügel gekauft, weil hier hatte ich nicht genug welche da. Und ich habe sehr viel Kleidung mitgebracht, richtig unnötig, aber ja. Kleiderbügel, wahrscheinlich brauche ich noch mehr, aber ich habe erstmal nur eine Packung mitgenommen. Eine Schüssel, fand die Farbe irgendwie schön. Und ich habe gesehen, in der Küche gibt es nicht so eine Schüssel. Keine Ahnung, um irgendwie Salat drin zu machen oder Geschirr zu spülen. Irgendwie sowas wird schon seinen Zweck finden. Dann habe ich für meine Pinsel so zwei Blumentöpfe geholt. Die sind auch aus Plastik und ich dachte, da stelle ich einfach meine Pinsel rein, weil ich werde hier nicht viel Geld für Möbel oder so ausgeben, weil ich bin immerhin nur 6 Monate hier. Deswegen wird alles erstmal so ein bisschen provisorisch ablaufen. Aber ich finde, die sehen trotzdem ganz gut aus. Einfach weiße, klassische Behälter. Dann so ein Geschirr-Abtropfding. Ihr wisst ganz genau, was das ist. Also wenn ich in meiner Hand spüle, ich habe auch eine Spülmaschine, voll cool. Aber meistens, wenn man allein oder zu zweit ist, kommt nicht so viel Geschirr zustande. Deswegen einfach so ein Abtropfding, braucht man eigentlich immer. Und um meine Schminke allgemein zu organisieren, weil ich habe hier ja keinen, also im Schrank habe ich keinen Platz für meine Schminke. Und ich habe auch eine Schublade oder so hier. Deswegen habe ich mir einfach, das hat glaube ich 80 Lira gekostet, also umgerechnet ungefähr 10 Euro, so ein Plastikregal geholt. Und da stelle ich einfach zum Beispiel meine Schminktaschen ab oder hier die Behälter. Und stimmt, ich habe mir noch so Organizer gekauft. Einen Moment. Genau, ich habe mir noch so Plastikorganizer gekauft. Die kann man nämlich auch aufeinander stapeln. Also die kann man so stacken. You know what I mean? Und sind eigentlich ganz cool auch im Bad. Ich überlege mir mehr davon zu holen, habe derzeit nur 4 Stück davon. Und ich dachte, da kann ich halt zum Beispiel gut Bronzer, Puder, Highlighter, Creme gut drin organisieren und dann in diese in dieses Plastikregal einfach reintun. Was geht da? Für mich wie bei MTV. So Leute, ich zeige euch jetzt. Also ich mache jetzt einfach eine kleine Roomtour, zeige euch die Wohnung, in denen wir jetzt in den nächsten Monaten leben. By the way, ich lebe hier nicht alleine, sondern ich habe meine Freundin mitgenommen. Wir studieren dasselbe und haben dieselbe Uni ausgewählt und haben gedacht, wir gründen eine WG. Komm rein. Kommt rein. Okay, das ist so der Eingangsbereich. Hier haben wir unsere Garderobe mit. Wir haben nämlich nicht so viel Platz, aber wir sind zwei Mädels, die eine Jackenliebe haben. Ja, hier sind Spiegel, Schuhschrank, unsere Schuhe da unten. Ja, genau. Das ist einfach der Eingangsbereich. Ja, was ich ganz nice finde, ist, dass wir eine Kamera haben. Können wir gucken, wer vor der Tür steht. Dann kommen wir auch schon in die Wohnküche. Also hier ist so unser Wohnbereich. Mit unserem schönen blauen Sofa. Und hier ist unser fetter Fernseher. Der ist halt echt riesig, ne? Für eine Studentenwohnung. Also die war schon komplett möbliert. Wir haben hier nichts gekauft, außer so ein paar Kleinigkeiten. Und da sind wir auch ganz glücklich.
drüber. Genau, fetter Fernseher, haben auch WLAN und so alles hier, alles mit drin in der Miete. Ja, so sieht das hier aus. Und dann können wir direkt weitergehen in die Küche. Die Küche ist wirklich wunderschön, wie ihr seht. Es kommt unnormal viel Licht rein, weil wir echt große Fenster haben. Und die Küche ist auch komplett neu, glaube ich. Und ja genau, hier ist unser Kühlschrank. Hier haben wir eine Liste, was wir noch brauchen für die Wohnung. Der Kühlschrank ist riesig für zwei Leute. Wir können den auch überhaupt nicht füllen. Wollen wir reingucken? Lieber nicht. Lieber nicht. Unser Ofen, was auch sehr geil ist. Wir haben auch eine Waschmaschine. Genau. Dann gehen wir so ums Eck. Also das ist so unser Esstisch. Das ist so eine Erweiterung der Arbeitsplatte sozusagen, der Küche. Hier setzen wir uns hin, machen auch unsere Uni-Sachen hier, essen hier. Ja, es ist ganz gut, dass das so eine eingebaute Ecke ist. Nimmt nicht viel Platz weg, aber ist ganz praktisch. Und so sieht dann die Küche aus. Ich finde die Küche richtig schön, vor allem die Farbe der Front. Sehr, sehr schön. Und ja, das ist die kleine, feine Küche. Auf jeden Fall ist diese Wohnung ein Update zu meiner Wohnung in Dortmund. Ich hatte nämlich eine Einzimmerwohnung und nicht so eine große Küche. Deswegen, wir sind ganz glücklich. Also hier zum Beispiel die Mikrowelle, dann dieser Wasserkocher und alles war schon mit dabei. Der Toaster, genau. Und wir haben sogar eine Spülmaschine. Eigentlich braucht man die nicht, wenn man zu zweit ist, aber wir füllen sie trotzdem, weil wir faul sind. Genau. Dann können wir auch schon weitergehen. Genau, ich glaube, so sieht man auch noch mal ganz gut, wie die Wohnung hier aussieht. Hier ist ja die Eingangstür und hier ist direkt die nächste Tür. Und ja, das ist das Badezimmer. Kommen Sie mal rein. Das ist wirklich ein sehr kleines Bad, aber es reicht uns komplett aus. Hier ist unsere Dusche. Achtet nicht auf die Scheiben, die sind total verkalkt. Wir machen es jedes Mal sauber, aber es ist halt einfach das Kalkwasser hier in Istanbul. Die Toilette, unsere Klopapierwand und ja, Waschbecken, Spiegelschrank. Klein, aber fein und ich finde die Fliesen richtig schön, muss ich sagen. Wurde auch alles neu gemacht, glaube ich, ist gar nicht so alt. Also hier war ja das Bad. Und dann machen wir weiter mit der nächsten und mit der letzten Tür. Also ihr seht, wir haben, die sagen hier, Bedarfsbild, oder? Okay. Ja, wir haben halt nur ein Schlafzimmer, aber wir wechseln es halt ab. Das ist, Sofa kann man nämlich ausziehen. Eine Woche schlafe ich auf dem Sofa, eine Woche schläft meine Kommilitonin auf dem Sofa. Okay, machen wir weiter. Und das ist jetzt lustig, passt auf. Die Tür ist nämlich kaputt. Wir dachten, wir schneiden das mit rein, damit es so authentisch wie möglich aussieht, weil ich habe keine Blogger-Penthouse-Wohnung in Istanbul. Also wir leben sehr bescheiden, würde ich sagen, obwohl es trotzdem sehr teuer ist, muss ich sagen, die Miete hier. Ja, unsere Tür ist kaputt gegangen. Naja, egal. Kommt rein! So, hier ist unser Schlafzimmer. Also hier ist unser Schlafzimmer, hier ist unser Kleiderschrank. Das öffnen wir jetzt lieber nicht, weil wir teilen uns den. Das ist gerade noch ein bisschen chaotisch. Genau. Ja, aber eigentlich ist der Schrank ganz hübsch, finde ich. Okay, ist eigentlich ein relativ großes Zimmer, würde ich sagen. Hier ist dann halt das Bett. Es ist im Prinzip ein Doppelbett, aber es ist irgendwie zu klein für ein Doppelbett. Deswegen wechseln wir uns immer ab mit dem Sofa und dem Bett. Hier haben wir ein kleines Nachttischchen. Wir brauchen noch so ein bisschen unsere Ordnung. Wir haben gerade noch keine. Aber ja, so ist das Nachttischchen. Genau. Und da hinten ist unsere Kofferecke, weil wir sind mit ganz viel Gepäck gekommen. Im letzten Vlog habe ich euch erzählt, wie viel Kilo ich an Übergewicht hatte. Shame on me. Und wenn du hier um die Ecke kommst, ist halt meine Schminkecke. Das hatte ich, zeige ich euch im nächsten Video, wie ich das alles organisiert habe. Deswegen zeigen wir davon noch nicht so viel. Genau, ja, das war es halt auch mit dem Schlafzimmer. Und im Prinzip war es das auch schon mit der Wohnung. Ja, eine kleine, feine Roomtour. Und hier werde ich mich jetzt die nächsten Monate befinden. Wir sind ganz glücklich hier. Unsere Vermieter sind auch mega, mega nett. Und ja, genau. Ich hoffe, euch hat die kleine Roomtour und mein erster Einkaufshause gefallen
Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Fühlt euch geküsst, geknutscht, umarmt und bye.